Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Phoenix Point. Und hier steht Zengir. Er blutet von oben und ich glaube, seine mechanischen Beine sehen auch nicht mehr so gut aus. Um den müssen wir uns kümmern. Und jetzt ist auch ein Geschütz in Stellung gebracht worden auf der anderen Seite. Mit einem Techniker, wir müssen mal schauen. So, da sind noch ein paar Leute in der Wohnung drin. In der Wohnung ist gut, da in dem Gebäude oben steht der, der ist auch nervig. Und hier ist einer gerade, habe ich gerade gesehen. Achso, ich muss wieder rauszoomen, Moment. So, hier ist einer die Treppe hochgekommen, der Brecher, den wir schon mal angeschossen haben. Aber der kommt jetzt, glaube ich, nicht hier hoch. Vielleicht ist hier noch eine Treppe, weiß ich nicht. Nee. Also ist erstmal keine direkte Gefahr für Mark hier oben drauf. Mark sollte wahrscheinlich an Raketen und Granaten denken mal. Wir schauen mal ganz kurz. Wir könnten zum einen da unten... Ah, das würde sogar den anderen mittreffen. Mit zwei Granaten in die Richtung, wenn wir den wegkriegen. Da hinten kommen wir nicht ganz hin. Da oben wäre auch eine Möglichkeit. Gar nicht so blöd. Dann fällt der runter. Wahrscheinlich würden wir ihn zu Fall bringen. Leider hat Mark nur noch 6 Willenskraftpunkte gerade. Ah ne, stimmt gar nicht, das ist Zengir. Mark hat noch 11. Wir könnten also den Explosionsstoß machen und dann 2 Granaten feuern. Oder wir nehmen eben die Rakete mit dazu und bleiben da einfach stehen. Die Rakete kommt aber leider auch nicht darüber. Und die Rakete fliegt auch flacher. Ob das trifft, ist echt eine Frage. Aber man könnte Glück haben, dass man, auch wenn es die Wand trifft, dass der dann ziemlich bis komplett hinüber ist. Ja, wir machen das mal. Dann brauchen wir auch keinen Explosionsstoß. Dann machen wir Rakete und Granatwerfer. Ja. Er ist da oben. Mit hoffentlich einem Loch unter ihm. Ich glaube, ich mache mir nicht so große Sorgen um den. Das hat ja nicht so gut getroffen. Beziehungsweise scheint diese Wand nicht zerstörbar zu sein. Das ist ein bisschen doof. Wir schauen mal ganz kurz auf den anderen, wie gut der feuern kann. Der wird auch nicht viel besser feuern können als wir. Das ist natürlich, aber jeder Schuss tut weh bei der Watcher. Aber wahrscheinlich werden wir da trotzdem hinfeuern mit der Watcher. Hier schauen wir mal, weil dieser Bereich, das könnte schon mehrere Leute treffen, aber wir gucken mal, wenn wir jetzt von hier... Ja, das bringt uns natürlich nicht sehr weit. 1, 2. I was born ready. Aber das Schild steht gut. Das steht leider sehr gut. Aber ich glaube, es würde Sinn machen, wenn wir uns mal ein Stück nach vorne bewegen würden mit Elf Loco. Auch wenn natürlich die Watcher wehtun würde, aber wir sind relativ gut gedeckt. Von da ein Schuss auf die Watcher vielleicht sogar. Gut, kümmern wir uns erstmal hier drum. Und da ist die Frage, ob wir das mit dir machen. Und ich glaube ja. Technisches Seilen, 120 Trefferpunkte, das sollte eigentlich ganz gut sein. Wir gehen erstmal so kurz, wie wir können, damit Zengi noch feuern kann. Zicke, zacke, 120. So, jetzt gucke ich mal kurz bei dir, Zengir, auf dein Ding. Wie? Ja, das ist, der Kopf ist deaktiviert, die Rüstung ist auf 3 runter, beim Arm auf 4 runter, das Bein hat gar keine Rüstung mehr. Das wollen wir jetzt hier nicht verlieren, das Bein. Denn das scheiß Bein ist teuer. Also ich weiß, das ist nicht die Hauptsorge, aber trotzdem. Das kostet dich nichts. Bitte mal nachladen. So, und dann würde ich sagen, wäre es gut, mal in die Flanke zu kommen eher, als jetzt auf das Schild zu feuern. Triffst du? Nein. Aber das machen, der kommt da nicht durch.
Also, von oben kommt die Granate noch da rein. Vielleicht machen wir ein paar Overwatches. Wieso sind das jetzt nicht genug Aktionspunkte? Wir haben bisher... Ach so, doch, klar. Entschuldigung. Executing. Alles richtig. Ich dachte gerade, wir hätten doch... Aber wir hatten schon das andere Ding gemacht. Ich muss da ein bisschen enger drüber gucken, dass ich was sehe. Aber ich sehe natürlich nichts. Na, ich muss da mal ein bisschen näher ran. So. Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es, wenn, dann da oben gegen fliegt, als hier gegen? Das ist nämlich, das sollten wir nicht tun. Hier wäre es genau auf ihn drauf. Naja, wir können da auch direkt gegen feuern. Probieren wir es mal. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Ach, so viel zu bitte, bitte, bitte. Elf Flocko, ich glaube, wir brauchen vielleicht deine Granaten sogar. Geh mal einen Schritt nach vorne. Mal gucken. Das Ding schießt viermal. Mit 40. Könnte da durchaus was treffen. Fangen wir an mit dem Geschütz. Das kann eh nichts Klügeres machen. Und sieht da keine Sonne. Insofern 50% Chance. Stimmt nicht. 20% Chance ungefähr zu treffen. Und da geht alles daneben. Wunderbar. Gut. Wie sieht die Slam Strike von hier aus? Auch nicht gut. Wo kriegen wir dich in Deckung? Hier vielleicht. Da feuern und einen Schritt noch raus. Dann bist du, stehst du im Schussfeld von ihm allerdings hier. Bis da würden wir theoretisch auch kommen. Hier rum. Klar rum, Löffelstiel. Das sieht deutlich besser aus. Das geht so. Das geht, das ist halt... Oh. Das Ding macht mir Sorgen. Ich weiß nicht, ob es mir am meisten Sorgen machen sollte. Aber ich probiere es mal. Das ging daneben. Moving. Dann erstmal in Deckung, bitte, Zengir. Jetzt bräuchten wir eine EMP-Granate. Die haben wir gerade nicht. Feuer gefällt mir ja grundsätzlich. Schauen wir doch mal. Weil das sollte ja... Ich weiß nicht, wie sehr Feuer dieses das Ding kaputt macht. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig, ne? Obwohl auf Dauer müsste es eigentlich das auch kaputt kriegen. Wir machen das mal. Null Schaden. Drei Schaden. Okay. Also Feuer bringt gegen diese Rüstung überhaupt nichts. Schön, dass wir es jetzt wissen. Wir können feuern. Da ist allerdings, wir stellen uns sozusagen dann dahin, wo wir immer mehr zum... Da gefällt mir das ja besser. Failed to connect there. Mann, Leute, heute ist aber irgendwie der Wurm drin, oder? Wir gehen mal ein bisschen aus dem Schussfeld der Watcher. Moving to coordinates. I've got this. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Was war das? Nichts war da. Mann, ey. Here comes the Phoenix. Schauen wir mal, ob wir da was abkriegen.
Säure hätten wir noch. Ah, und Sengir. Achso, ja gut, okay. Du stehst ja relativ safe, aber du kannst mal die Schocklanze in die Hand nehmen, beziehungsweise dir auch nochmal was anderes hier. Das Ding. Nimm dir das Ding in die Hand. Wenn jemand auf dich feuert, hast du einen Hammer in der Hand, bitte. Okay. Das sieht ja furchtbar aus hier. Das ist ja alles Kacke. Hintenrum. Oder dann lieber hier hinten rum, oder? Und dann hier nochmal hoch. Bringt uns das noch was? Ich glaube, mehr als da. Wir müssen halt irgendwie hinter die kommen. Aber jetzt ja nicht mit der kleinen Waffe hier. Wie weit kriegst du das Ding geworfen? Mann, da hat ja nichts funktioniert, diese Runde. Komm, wir gehen jetzt hinter das Auto. Wieder auf Gorwin. Der darf zurückschießen und deaktiviert den Arm. Sehr gut. Da haut er erstmal ab. Die Watcher. Ja, wie erwartet auf El Flocco, aber der steht gut. 16 Schaden minus 3 Rüstungen können wir verkraften an der Stelle. Mann, der denkt aber auch nach. So, jetzt kommt der Infiltrator von oben. Nochmal auf Gorwin, schießt zurück, Junge. Ah, zweimal darfst du nicht, ne? Gut, dass der so schlecht schießt. Beziehungsweise, dass er sich traut, von so weit weg mit seinem Teil da zu feuern. Der kommt zwar nach oben, der stellt sich ans Fenster da oben. Und der Techniker brennt 40. Das tut ihm aber nicht sonderlich weh, offensichtlich. 3 Schaden. Aber er kommt in die Nähe von Sengir. Was erstmal gut ist. 10 Schaden. Ich habe gesagt, ich mache mir keine Sorgen um den. Da steht noch einer dahinter. Der geht aber daneben. Nee, steht keiner dahinter. Ich rede Blödsinn. So, komm einen Schritt nach vorne, Junge. Das ist gut. Da stehst du gut. Aber gerne ohne Schild das nächste Mal. So, Sengir. Du könntest hier ran und mit der Schocklanze da reinhauen. Dann stehst du allerdings genau da. Das ist nicht klug. Es ist leider nicht klug. Aber von hier solltest du ihn treffen. Das wäre mal ein Flankierungsstandardschuss. So. Bringt uns noch sowas wie panzerbrechend was jetzt in dieser Runde? 3 Zerfetzungsschaden. Aber der ist beim nächsten Schuss auch hinüber eigentlich. Insofern machen wir das jetzt mal. Damit ist er zumindest verwirrt und wir können uns wieder in Position stellen. Und ich glaube, wir stellen uns auch da wieder tatsächlich in Position. Denn jetzt trauen sie sich langsam ran. Was für sie schwieriger sein wird als für uns. Gehen wir mal zumindest davon aus. So, es wäre sehr schön, wenn die Watcher... Ich kann nur auf die Watcher schießen. Vielleicht trifft sie ja diesmal. Diesmal immerhin zweimal getroffen. Da freuen wir uns schon drüber. Ich würde gerne mit Mark weiter nach vorne. Da oben steht der noch. Aber das ist, glaube ich, für so einen Schuss. Es wäre ein toller Schuss. Aber der muss halt klappen. Aber wir könnten das machen und dann noch eine Rakete feuern. Wobei wir jetzt gerade eigentlich gar keine gute Position haben, weil wir hier nicht reinkommen. Aber El Flocco, kriegst du eine Granate
ohne dass du dich in Gefahr begibst, da irgendwo hin. Du müsstest hier landen. Eins, zwei, das wird wahrscheinlich nicht reichen. So schräg irgendwie ums Eck. Müsst ein bisschen Bande spielen, das wäre gut. I was born ready. Das ist schön, dass du das sagst. Das ist aber Schwachsinn. I was born ready. Nein, Entschuldigung. Es ist natürlich kein Schwachsinn. Es ist alles sehr wichtig. So, du kannst durchs Fenster schießen. Ist das richtig? Du kannst auf die Watcher schießen oder... Nein, da oben hin. Wenn ich nur wüsste, wie gut das ist. Aber wir können noch einen Schritt zur Seite gehen. Warte mal. Gorvin müsste den sehen auch. Ja, okay. Das würde ich fast mal machen, auch wenn der dann immer noch einen Hauch braucht. Aber die bluten ja überhaupt nicht, die scheiß Viecher, ne? Warte mal, bei Andy stand, der wird umgebracht, oder? Ja, genau das steht da. Dann geht Andy mal einen Schritt zur Seite. Let's do this. Oder auch zwei Schritte. Und probiert das mal hier. Dass man dann immer nichts sieht. Ist was passiert? Ja. Der ist hinüber. Minus zwei Willenskraftpunkte. Wunderbar. So, Gorvin. Gorvin von hier auf die Watcher wahrscheinlich. Ja. Okay, das ist natürlich jetzt hier. Kriegst du gleich noch einen Schritt weg, wäre super, weil sonst haben wir das beste Ziel für die Watcher, das es jemals gegeben hat hier bei uns. So, bitte. Gorvin schießt heute daneben und er darf jetzt doch nicht mehr laufen. Oh Mann, das ist natürlich jetzt hier fies, obwohl, naja gut, der steht in Deckung und ich glaube, Andy ist gar nicht im Schussfeuer, Schussfeld. So, was machen wir mit dir? Wir können jetzt, wo die da oben weg ist, natürlich auch hier mal so reinlaufen. Da sollten wir eigentlich ganz gut gedeckt sein. Ich finde der Techniker, aber gut, der Techniker sollte eigentlich jetzt nichts haben. Das machen wir mal. Plus zwei Willenskraftpunkte sogar bekommen. Und jetzt stehen wir eigentlich sehr gut für die nächste Runde. Ich glaube, ich stelle mich sogar noch den Schritt darüber. Okay. So, Elf Loco. Du kommst da nicht ums Eck, leider. Vielleicht kommst du gerade so... darf ich mal sehen? Mhm. Also natürlich kommst du dahin und kannst den dann... Nee, kannst du ja auch nicht umbringen. 1, 2, 3. Wir können natürlich einen Overwatch... Na, oder wir schießen jetzt mit der großen. Das wird auch nichts bringen. Und das sieht mir auch sehr schlecht aus. Also komm, dann probieren wir es nochmal mit der Piranha auf den Watcher Tower. Immerhin... Und vielleicht probieren wir es einfach noch ein zweites Mal. Wir brauchen einfach ein bisschen Bewegungsspielraum hier. Ach Mann. Den wir nicht haben. Den wir auch nicht kriegen. Ich glaube, du gehst auch nach oben. Catch me if you can. Okay. So, vier Schaden hin oder her. Was macht er? Schildarbeitern steht da rum. Ist auch verwirrt. Du? Ah, Granaten habe ich natürlich nicht dran gedacht. Das ist eine Feuergranate, die hat wehgetan. Aber kein dummer Move. Der Sturmsoldat steht und feuert auf. Gorvin und alle. Auf unsere kleine Gruppe. Aber Gorvin darf zurückschießen und damit ist er erledigt. Und die Watcher schießt auch auf unsere Zielscheibenübung da unten. Das war ja
Egal. So, und der Brecher darf da auch nochmal drauf feuern. Aber Gorwin bringt ihn um. Okay, Gorwin darf mit seinem Zurückschießen, macht ja gerade ordentlich Punkte. Und ich gebe gerne zu, dass das hier eine ungünstige Positionierung war. Gorwin, hast du ein Medikit dabei? Jawohl, das wirst du jetzt auch machen. Und tatsächlich, es kostet auch keine Aktionspunkte, wunderbar. Du wirst dich selber heilen. Dich selber heilen. 72 runter. Und dann vielleicht sogar einen Schritt mal aus dem Weg gehen. Obwohl, du hast sogar noch... Nee, zwei hast du auch nicht mehr. Dann schicken wir dich mal da nach vorne. Wir schicken dich dahin. Ein bisschen aus dem Weg. Eine Runde Pause. Zengir sollte den jetzt erledigen können. Die beiden sind auch tot. So, das ist natürlich doof. Es wäre so schön, jetzt da was abzuholen. Ja, das geht hier eh nicht. Ich glaube, es tut auch noch ein bisschen weh. Wir könnten da jetzt rüberfliegen, natürlich. Oder noch eine Runde brennen. Der ist in Panik. Granate soll sie angeblich umbringen. Granate könnte auch... Nee, der steht drin. Das bringt da nichts. Kriegen wir auch keine hin. Da können wir natürlich auch eine... Nee, können wir nicht. Ach so, weil da das Ding steht. Ja, eigentlich müssen wir dich da raushüpfen. Und wenn der in Panik ist, dann haben wir es eigentlich nicht mehr so schwer. Der ist auch in Panik. Ich glaube, es ist die Zeit gekommen, um hier einen Schritt nach vorne zu gehen. Mindestens einen, vielleicht sogar dahin, wenn wir sicher sind, dass wir das Teil da wegkriegen. Hier. Du könntest nochmal da drauf feuern. Du wirst auch nirgendwo anders hinkommen. Na komm, einmal treffen. Das will einfach nicht. Es geht alles daneben. So, mein liebes Geschütz. Willst du noch einmal zwei bis dreimal treffen? Das wäre super. Na komm, jawohl. Okay, weg ist es. Ein Punkt für das Teil. So, hier ist die Sache auch klar. Wir könnten natürlich jetzt sagen, wir gehen nach vorne und benutzen mal die Schocklanze, weil es so schön ist. Aber der darf dann feuern, ist aber sehr weit weg, ne? Ah, es reicht nicht. Verflixte Henne. Na gut. Dann bleibst du ein Klassiker. Wir gehen aber nach vorne. Oder bleiben hier in der Gegend. Jetzt ist ja ein bisschen besser. Und ich würde gerne mit Mark was Schöneres machen, aber wir machen jetzt das, was wir machen sollten. Nämlich hier rausfliegen. Die Frage ist nur, ob wir dahin, aber hier oben könnten wir noch was aufsammeln. Eventuell. Das ist doch super. So ein Ding können wir gebrauchen. Du bist sowieso viel zu schwer beladen. Ist das tatsächlich so, ja? Und dann müssen wir dich sehr bald heilen. Okay. Das heißt tatsächlich, du kannst hier rumkommen. Und sonst overwatchen, wenn da jetzt nichts anderes ist. Ah, du hättest auch da rein. Da ist ja das Fenster. Ich bin doof. Da steht der. Wir gucken mal, wie das aussieht. Gar nicht so schlecht. Sollten wir, glaube ich, mitnehmen. Das Schild ist gesenkt. Na, allerdings nicht gut getroffen, muss man sagen. So, Andy kann da stehen bleiben. Dann bleibt Carsten, der vielleicht jetzt hervorragend von der Seite da drauf feuern kann, oder? Von hier auch schon. Dann würde es eventuell dreimal gehen. Nur die Frage, ob du mit dem kleinen Ding durch die Rüstung durchkommst. Nee. 0,0 kommst du durch die Rüstung durch. Das ist echt ein Scheiß. Gibt es da eigentlich irgendwann ein Upgrade für das Teil?
Eine Giftgranate wäre möglich, eine normale Granate, eine Brandgranate, Säuregranate. Würde ich, glaube ich, aufbewahren. Weil ich das Gefühl habe, wir schaffen das jetzt. Wir nehmen mal eine normale hier. Dann ist die Frage, ob wir uns da noch näher ranstellen wollen oder nicht. Wie weit kommst du mit der normalen Granate? Grundsätzlich schon, du darfst noch nicht gegen den Tower schmeißen. Deswegen stellen wir uns noch mal ein bisschen zur Seite, bitte. Was ist nun los? Achso, das ist schon das Maximum hier. Weiter darf ich dich gar nicht bewegen. Na gut. Dann wirfst du bitte am Tower vorbei. Bitte. Okay, hat mehr die Waffe getroffen als was anderes. Der ist in Panik und haut ab. Allzu viel sollte ja nicht mehr sein. Mark schreit. Hast du überhaupt ein Medipack? Sehr gut. Okay. Ja, dann bleibst du erstmal hier stehen. Weil, was sollst du sonst machen? Jetzt mit dem Medipack dran. Du kannst natürlich eine Dings da schmeißen. Eine Rakete schießen, meine ich. Ey, Glocke geht mal aufsammeln. Ja, Pille-Palle, aber gut. Komm, wo du gerade da bist. Ah, das ist nicht schlecht. Kannst du Pille-Palle wieder rausschmeißen. Und dann könnten wir von da... Ne, wir gehen jetzt näher ran. Aha. Ja, das reicht genau nicht, ne? Ich bin so doof. Jetzt habe ich den das zweite Mal vergessen. Wir können ihn allerdings hauen. 50 hat er noch. Müsste reichen, oder? Ah, wir können ihn nicht hauen. Ärgerlich. Na gut, dann erst wieder einen Schritt weg. Blöd. Sehr blöd. Okay. Dann Cover vielleicht mal, Sengir. Eine Runde. Falls er da durchs Fenster kommt, meine ich nur. Wenn er auf der anderen Seite rauskommt, darfst du auch dein Glück versuchen. Gorwin. Ja. Dann wahrscheinlich hier auf die Höhe. Hätte auch unten durchlaufen können, jetzt noch Willenskraft zurückgekriegt, Mann. So, wenn Gorwin unten ist, geht Andy nach oben. Carsten geht... Naja, du kannst dem halt nichts anhaben gerade, das ist halt das Blöde. Aber du könntest dich hier unten reinstellen. Da hast du noch einen. Das ist gar nicht doof. Nicht durchs Feuer. So, darunter, darüber, hier unten hin und Overwatch auf die Tür. Könnten ja mal auf ein Wunder hoffen, dass er hier langläuft. Das sollte eigentlich reichen dann. Und dann wenden wir den Zug. Der macht einen Overwatch. Zengir darf dem in den Rücken schießen. Fieserweise. Hat schon wieder keine Munition mehr. So, und der Overwatch steht da jetzt natürlich relativ gut, muss man sagen. Corvin sieht ihn nicht. What's our move? Aber wir können uns jetzt so langsam da drum rum bewegen und ich glaube, dann sieht das nicht so gut aus für ihn. Mark... Du hast natürlich keine Möglichkeit. Du kannst einen Schritt gehen momentan. Das ist einfach viel zu schwer, was du mit dir rumträgst. 23 hast du nur. Ach so, weil du weniger Lebenspunkte hast, hast du auch weniger Stärke. Verstehe, logisch. Das macht Sinn. Du kannst da eine Rakete runterfeuern. Aber ich glaube, wir stellen uns mal
Da kommen wir gar nicht hin. Aber dann stellen wir uns mal dahin. Und hoffen auf... Was? So, die Slam Strike haben wir vergessen auszuhebeln. Aber ich glaube, wir können uns jetzt mal... Wie viel hast du noch? 6. Hm, das sind nicht so viele. Elfloco hat noch 12. Elfloco muss allerdings durch den Overwatch durch. Obwohl, Orgel muss da auch durch, oder? Zengir meine ich. Du jetzt mal hier rüber sprintest. Komm, sprint mal hier rüber. Der trifft dich schon nicht. Okay. Running. Schau mal, ob er reagiert. Nein, tut er nicht. Dann kriegst du jetzt mit der vielleicht einen drauf. Ja, das bringt alles nichts. Dann doch die Piranha nochmal. Ah. 36 und 72. Und nochmal zurückschießen. Wie viel hat er jetzt? Ich wollte gerade sagen... Ja, 55, trotzdem noch Sieg nach Punkten. Knapp, aber na gut. So. Damit ist der Overwatch durch und du gehst einen Schritt nach vorne. Der soll mal zumindest ein bisschen Schiss kriegen und Gorwin sollte jetzt eigentlich feuern können von ihr, richtig? Dann ist das vielleicht auch schon Geschichte. Oh. Naja, wollen wir jetzt... Wir gehen noch einen Schritt zur Seite und machen ein schnelles Zielen. Vielleicht haben wir dann ein bisschen besseren Winkel. Ein bisschen. Okay. War's das? Das war's. Okay. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Natürlich 4 Verletzte, Andy, Elfloco, Zengir, Gorwin. Mark hat auch was abgekriegt. Der müsste auch verletzt sein. Der hat gebrannt, immerhin. Und Carsten hat, glaube ich, auch was abgekriegt. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren, wenn es hier nicht steht. Dann nehmen wir das gerne an, dass sie nicht verletzt sind. Wahnsinn. Oh, Video. Okay. Oder vielleicht doch nicht. Oder Blackscreen. Und Absturz. Aber meine Maus ist noch da. Ha. Okay, ganz so cool sah es nicht aus da vorne. Aber offensichtlich haben wir was geschafft. Versuchsperson 24 ist nicht mehr. Oder vielleicht haben wir auch nichts geschafft, weil wir die Versuchsperson nicht gerettet haben. Aber ich glaube nicht. Was von der Hochburg der Reinen übrig geblieben war, wurde vollständig zerstört und ihre Technologie entnommen. Unseren Teams gelang es, an eine größere Anzahl an Archivlaufwerken mit Terabytes an Daten zu gelangen. Leider erwies sich die komplizierte Verschlüsselung als unmöglich zu knacken. Versuchsperson 24 nahm seine Geheimnisse mit ins Grab. Uns bleibt nur durchzuschnaufen, nun dass die Bedrohung durch die Reinen nicht mehr existiert. 100 Fertigkeitspunkte haben wir erhalten. Da hätte ich mir auch noch was Schöneres vorstellen können. Oh, tatsächlich müssen wir die Propellerbeine wieder reparieren. Verflixt. Also ist es ein bisschen teurer als gedacht. Und noch einmal vielen Dank für den Hinweis, dass da eine Archäologie-Sonde, dass es die jetzt gibt. Eine Archäologie-Labor-Sonde. Ich habe beim letzten Mal nämlich geguckt, hier gibt es irgendwas Neues in der Produktion und dann hat mir, ich glaube, Zengir geschrieben. Ich kann mich aber jetzt täuschen. Kann auch Sensor gewesen sein oder noch jemand anders.
Das sollten wir wahrscheinlich mal machen. Scannt nach antediluvianischen Artefakten. So ein Ding sollten wir mal bauen. Und dann geht's weiter, liebe Freunde, beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.